An diesem Wochenende trifft sich im Kölner Friedenspark die Gothic-Szene. Das sind diese meist schwarz gekleideten, aber völlig harmlosen die Gestalten. Die Zeitreise in die Vergangenheit begann mit einem Regenschauer. Im Hier und Jetzt drohte das Picknick ins Wasser zu fallen. Doch dann hatte der Sommer 2012 doch ein Einsehen und die aufwendigen Roben und Kostüme brauchten nicht länger einen Regenschutz. Es war das erste Picknick dieser Art im Friedenspark. Ganz verschiedene Typen kamen da zusammen, vereint in ihrer Freude an der Verwandlung. Einflüsse aus dem Barock, Rokoko und dem Viktorianischen vermischten sich mit den Zukunftsvorstellungen des Jules Verne. Viel Abwechslung an einem wechselhaften Tag. Auch in der Nacht kann es noch ein paar Schauer geben. Gebietsweise lockert es etwas auf bei frischen 12 bis 8 Grad. Morgen dann Sonne und Wolken im Wechsel. Meist bleibt es trocken bei Höchstwerten von 18 bis 21 Grad. Richtig warm wurde den Damen heute nur in ihrer viktorianischen Garderobe. Ansonsten war es ein geschmackvoller Nachmittag, der nicht nur Insider zum Staunen brachte. Nur der regennasse Boden setzte den aufwendigen Kleidern zu. Die kommenden Tage wären zum Picknicken besser geeignet. Ab Sonntag deutlich freundlicher. Die neue Woche beginnt dann sommerlich und bis zu 28 Grad warm. Das erste Picknick dieser Art in Köln. Ein wahrlich historischer Moment, den man heutzutage zum Glück mit einem Knopfdruck festhalten kann.